ich bin Pamela von der Brettspielgarde oder auch Pam, die rasende Reporterin. Ja, willkommen zu unserer Rubrik Die Spielemacher. Passend zu Spielen Essen, ja, werde ich in nächster Zeit einige Verlage zu Gast haben, in Anführungsstrichen. Und diese Interviews werden wir dann nach und nach bei uns hochladen. Ja, da geht es dann um Neuheiten, ne, die auch passend zum Spiel erscheinen oder auch andere Informationen. Ja, daher lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr auch nichts verpasst. Ansonsten schaut auch gerne mal in die anderen Interviews rein. Das ist ja auch immer interessant. Dann würde ich sagen, legen wir jetzt auch gleich los. Viel Spaß bei dem Interview. Ja, hi, hier ist wieder Pam, die rasende Reporterin von der Brettspielgarde. Und natürlich habe ich heute auch wieder jemanden zu Gast. Und zwar habe ich hier heute die Rosa. Hallo Rosa. Hallo Pam. Hi. Schön, bei euch zu sein. Ja, wir freuen uns auch. Vielen Dank. Ja, Rosa, der eine oder andere wird dich wahrscheinlich so noch nicht kennen. Magst du mal kurz sagen, wer du bist? Ja, ich bin einigermaßen neu bei dem Ganzen hier dabei. Ich bin vor 3 Monaten ungefähr bei Frosted Games eingestiegen und mache da jetzt Marketing und Community Management. Und das ist auch mein Einstieg in die Brettspielwelt, in die professionelle. Also ich habe davor natürlich auch schon gespielt einiges, aber erst jetzt so richtig ja, berufstätig. Ja, kannst aber dein Hobby dann mit dem Beruf verbinden. Das ist natürlich eine Traumvorstellung für uns Brettspieler eigentlich. Also von daher schön, dass es geklappt hat. Dann erstmal nochmal Glückwunsch zu deinem neuen Job. Vielen Dank. Ne? Und auch weiterhin viel Erfolg auf jeden Fall. Ne? Ja. Super. Ja, Frosted Games dürfte den meisten ein Begriff sein. Was macht ihr denn so für Spiele? Ja, unser Credo ist immer so ein klein wenig. Wir machen wenig Spiele, aber die Spiele, die wir machen, machen wir dafür so perfekt und so gut, wie wir es irgendwie hinbekommen. Deshalb arbeiten wir zum Beispiel auch nicht mit Deadlines oder sowas, sondern wir arbeiten einfach so lange an den Spielen, bis sie fertig sind und bis wir alle damit zufrieden sind. Und gerade wer irgendwie unseren Redakteur Ben kennt, weiß, was der für ein Perfektionist ist und wie viel Zeit und Mühe er in die ganzen Sachen reinsteckt. Ja. Und ja, das ist so unser eines Ding. Und die Spiele, die wir machen, sind schon viele ist so im Kennerbereich eher angesiedelt. Und wir machen auch ganz viele Solo-Spiele zum Beispiel. Unser größter Hit über die letzten Jahre war jetzt auf jeden Fall Ian's End hier im deutschen Bereich. Und ja, ansonsten kennt man uns vielleicht von Watergate oder den Buttonschall-Spielen, diesen schönen kleinen Boxen von denen jetzt. Ja, das stimmt. Oder vielleicht auch den Adventskalender, den ich weiß nicht, ob es den dieses Jahr wieder geben wird, aber den gab es ja sonst auch immer. Ich weiß nicht, ob du den auch noch kennst. Den gab es ja sonst auch. Der Anfang von Frosted Games war der Adventskalender und ähnliche die wir gemacht haben. Dann greife ich jetzt mal vorweg, wird es denn dieses Jahr wieder einen geben? Ich glaube nicht. Ich bin ehrlich gesagt ein klein wenig überfragt damit, aber ich weiß von nichts. Das heißt höchstwahrscheinlich nein. Ja, ich denke mal auch nicht. Sonst konnte man wahrscheinlich jetzt schon wieder vorbestellen eigentlich. Ja, genau. Also wahrscheinlich die Zeit, weil Lebkuchen und so gibt es ja schon überall und von daher, ja, schade. Also da, ne, kannst du ja vielleicht nochmal ein gutes Wort für uns Brettspieler einlegen. Ne? Das, ich meine, ich weiß, das ist immer sehr viel Arbeit. Er hatte mir das auch schon mal geschrieben, weil ich schon mal gefragt hatte. Ne, auch diese ganzen Promos und so weiter. Und das ist ja dann auch alles handverpackt und so. Ne? Ja. Und aber wir würden uns natürlich freuen, wenn es mal irgendwann wieder eingehen würde. Ja, ja, schön. Ja, heute geht es ja auch so ein bisschen um Neuheiten. Ne? Es geht ja auch um die Spielmesse. Seid ihr denn da auch vor Ort? Ja, da sind wir vor Ort. Mhm. Wir sind in Halle 1 direkt am Stand, ich möchte nichts Falsches sagen, aber es war die 1E114. Okay, super. Ja, und habt ihr natürlich auch ein paar Spiele im Gepäck sicherlich. Was habt ihr denn dabei? Was gibt's bei euch? Ja, wir hatten so ein klein wenig ähnliche Probleme wie viele Verlage dieses Jahr, glaube ich, dass die Druckereien einfach
nicht hinterhergekommen sind und die Lieferwege so ein wenig blockiert. Deshalb sind leider nicht alle Spiele da, die wir gerne hätten. Gerade zum Beispiel Flippermania und Clash of Cultures sind zwei große Spiele, die jetzt kommen und die wir gerne präsentiert hätten auf der Messe. Die werden wir leider nicht da haben. Mhm. Was wir da haben, sind zwei neue Buttonscheiß-Spiele, die einige vielleicht jetzt auch schon kennen. Das zum einen die Schmatzinsel. Okay. Ein schönes kleines Solo-Spiel. Ja. Und das Beinhaus von Zedlec werden wir jetzt haben. Kannst du noch ein bisschen mehr zu den Spielen sagen? Ja, natürlich. Die Schmatzinsel, da bin ich übrigens auch besonders stolz, weil der Name auf meinen Mist gewachsen ist. Okay. Also wenn ihr den Namen nicht mögt, dann dürft ihr euch bei Rosa beschweren. Genau. Ja, das ist ein Solo-Spiel bei... vielleicht kurz zu den Buttonscheiß-Spielen allgemein noch. Das Besondere an denen ist, dass die jeweils nur aus 18 Karten bestehen und trotzdem irgendwie die vollwertige Spiele sind. Und bei der Schmerzinsel legt man 4x4-Feld aus Karten aus. Alle davon stellen Tiere dar, die auf dieser berühmten Schmerzinsel mehr oder weniger friedlich zusammenleben. Mhm. Und dann versucht man, die so eine Art Nahrungskette zu bilden und die größeren Tiere die kleineren fressen zu lassen, sodass am Schluss möglichst nur noch ein einziges Tier da ist. Also es ist sehr, sehr spaßig, es ist sehr einfach, sehr einsteigerfreundlich. Also es ist einfach zu lernen, wollte ich damit sagen. Es dann aber tatsächlich zu schaffen in die beste Kategorie, ist eine ganz schöne Herausforderung. Mhm. Und das Beinhaus von Zedlec, das andere Spiel, das spielt in Prag während der Pest, als die Friedhöfe dort zu voll wurden und deshalb eben das Beinhaus von Zedlec gebaut wurde, um vom Friedhof die Skelette auszubuddeln und in dieses Beinhaus zu bringen, im Endeffekt. Und das ist da so ein klein wenig spielerisch nachgebildet. Man spielt gegeneinander, zwei oder drei Spieler, und baut sich so Türme aus Totenköpfen und versucht, den Besten davon zu bauen. Ah, okay. Ja, klingt auf jeden Fall beide sehr spaßig. Und ich finde den Namen auch wirklich sehr ulkig, Schmatzinsel. Ja. Finde ich schon sehr witzig. Hast du dir gut ausgedacht. Vielen Dank. Ja, schön. Ja, und du hast ja vorhin schon gesagt, die beiden anderen Spiele werden es ja auch die Messe nicht schaffen. Aber nichtsdestotrotz kannst du natürlich was zu den Spielen sagen, weil die kommen ja auch dann bald im Handel. Und auf das Flippermania zum Beispiel freue ich mich besonders. Ja, Flippermania, das fällt ja so mit den Roland-Wright-Spiele. Es ist ein Flipper-Simulator. Denkt man sich erstmal, hoch, wie soll denn das funktionieren? Flipper als Brettspiel. Aber es ist wirklich erstaunlich cool, wie es funktioniert. Macht einfach riesen Spaß. Ich habe die englische Version recht viel gespielt gehabt. Eine deutsche habe ich leider noch nicht bekommen bisher. Da warte ich noch sehnsüchtig. Wie beim echten Flippern auch, versucht man eben Kugeln so lange wie möglich in der Luft zu halten, also nicht tatsächlich in der Luft, sondern im oberen Bereich des Spielbretts, und damit verschiedene Ziele zu treffen, was man durch Würfeln macht. Hm. Also man würfelt und sucht sich eine der zwei Zahlen aus und muss dann in der Kugel ein Ziel mit der entsprechenden Zahl treffen, und das sehr, sehr spannend. Und es gibt natürlich auch die ganzen tollen Flipper-Effekte wie Multiball und verschiedene Spezialfähigkeiten, die man sich freischalten kann, Skillshots und so. Ganz, ganz toll. Das spielt man dann gegeneinander oder ist es auch dann ein Solo-Spiel? Es geht solo, man kann es allein spielen, aber man kann es im Endeffekt mit, also es sind Materialien für vier SpielerInnen drin, aber wenn man genug davon zusammenpackt, kann man es mit unendlich vielen Spielern spielen, wie die meisten Roll-and-Ride-Spiele. Ja. Habt ihr das denn auf der Messe vielleicht irgendwie eins zum Zeigen oder so? Oder das werden wir auf jeden Fall da. Ah, ja. Okay. Zum Zeigen haben wir einige Spiele da, nur im Verkauf jetzt mangeln. Ja. Wer Flippermania ausprobieren möchte, wir haben davon auch eine Print-and-Play-Variante auf unserer Seite, die man sich einfach mal holen kann und ausdrucken, einlaminieren und dann. Ja. Das ist dann gut. Dann werde ich den Link auf jeden Fall mal unten reinpacken und könnt dann nochmal schauen. Ne? Und das andere Spiel, was du noch vorhin gesagt hattest? Clash of Cultures, das ist eine Neuauflage von einem alten Spiel. Das ist die große, monumentale
Version, die Monumental Edition. Mhm. Die, ja, das ist ein großes, mehrstündiges Zivilisationsspiel, bei dem man die Welt erkundet und mit Armeen gegeneinander kämpft und versucht, die Vorherrschaft zu erreichen. Ja, das war auch, glaube ich, eine lange Zeit vergriffen, ne? Genau. Ja. Und kam jetzt groß neu. Mhm. Ja, schade, aber wie gesagt, man kann es ja im Handel dann kaufen. Ne? Ja. Kann man ja sicherlich auf eurer Internetseite dann auch wahrscheinlich bestellen. Genau, genau. Ja. Ja, gut. Kann man es aber wenigstens auf der Messe alles angucken. Habt ihr denn auch irgendwie Promos oder so, die man sich bei euch irgendwie abholen kann oder so? Gibt es ja irgendwie was? Da kann ich leider gerade noch nichts dazu sagen. Das hängt auch davon ab, was wir da noch bekommen. Ah ja, okay. Hm. Was für Spiele werdet ihr noch zeigen auf der Messe? Ganz groß werden wir ein älteres Spiel zeigen, was zu einem denkbar ungeschickten Zeitpunkt rausgekommen ist. Nämlich, das habe ich auch hier einmal, die sibirische Konferenz. Ja. Weil das mit so vielen Spielern ist, ne? Ja. Genau, kam kurz vor der Pandemie raus. Man braucht mindestens 4 Spieler oder SpielerInnen dafür. Und war denkbar ungeschickt. Hm. Dabei ist es so ein grandioses Spiel, so verrückt, so anders als alle Handelsspiele, die man sonst so kennt. Und deshalb haben wir dafür auch unseren Demo-Tisch. Mhm. Wir machen den mit Anmeldung, weil das Spiel schon mit Erklärung wahrscheinlich länger dauert und wir deshalb nicht so viele Zeitslots zur Verfügung haben. Dann buch uns schon mal ein, bitte. Ich schicke dir auf jeden Fall den Link, den kannst du vielleicht auch in die... Genau, dann kann ich unten reinpacken, das ist gut. Reinpacken. Ja, super. Ja, kurz zum Spiel, wenn die Leute das jetzt noch nicht so kennen, worum geht es da genau? Man spielt Völker aus verschiedenen Ecken der Galaxy, also Alien-Völker, und ausnahmsweise bekriegen die sich mal nicht und versuchen nicht, sich gegenseitig mit ihren Raumschiffen abzuschießen, sondern versuchen, Handel zu treiben und dadurch die Dominanz im Weltall zu erlangen. Mhm. Und das Besondere ist, jedes dieser Völker spielt sich sehr, sehr unterschiedlich. Die haben verschiedene Fähigkeiten. So asymmetrisch dann, ne? Entwickeln sich sehr, sehr unterschiedlich voneinander. Und dazu ist es ein Echtzeitspiel. Das heißt, man hat immer Runden, die ungefähr 10 Minuten gehen, in denen man Handel treibt mit den anderen in Echtzeit, versucht, gute Abkommen zu schließen. Und danach werden immer so ein paar Sachen abgehandelt, neue Ressourcen produziert, bevor dann die nächste Handelsrunde steigt. Ja, also ich habe da bisher auch nur Gutes von gehört, nur wir haben es uns jetzt auch noch nicht zugelegt, weil wie gesagt, man sieht ja kaum Leute. Das ist dann das, ne? Aber es wird sich ja alles wieder noch ändern. Ist ja alles auf dem Weg der Besserung und wir denken nochmal positiv. Also von daher. Ne? Und wir sind sehr froh, dass wir es jetzt zumindest mal präsentieren können. Ja, genau. Ja, ich glaube, letztes Jahr hattet ihr das online, glaube ich, ne? Dass ihr das dann da einmal gezeigt habt. Hm? Genau. Ja. Ja. Macht ihr dieses Jahr auch wieder was zum Spiel digital dann, oder? Ja, das ist ein guter Punkt. Wir werden auf der Spiel digital sehr, sehr wenig vertreten sein, weil es für uns in unserem kleinen Team schwer machbar war, sowohl in Essen zu sein, als auch digital zu machen. Aber wir werden dafür einen Monat danach, am 13. November ist es dann, unser eigenes digitales Event machen. Ach, ja, schön. Und da werden wir ganz viele Demos spielen lassen und werden auch ein paar Live-Events haben, Let's Plays und Interviews und ähnliche Sachen. Ja, das stimmt doch gut. Also wenn du da auch schon irgendwie einen Link hast oder so, dann auch gerne schicken. Packe ich das auch alles mit runter. Können Leute sich das schon mal angucken. Weil die Zeit, die rennt ja sowieso. Also November ist ja auch nicht mehr lange hin. Von daher. Bald ist Weihnachten. Von daher. Ja. Habt ihr denn sonst noch irgendwie was an Spielen dann dabei? Wir haben einige Sachen, die wir zeigen, vor allem auch Dinge, die in Zukunft erst kommen, auf die man so einen kleinen Blick schon werfen kann. Wer uns verfolgt hat über die letzten Monate, hat vielleicht gesehen, wir waren jetzt bei einigen Kickstartern beteiligt. Mhm. Und die sind jetzt noch nicht fertig, aber wir werden trotzdem wenig was da haben, was man sich angucken kann. Ja, zum Beispiel von Endless Winter und Frostpunk
und Koning von Thunagur, das ist ein großen Dungeon Crawler. Und wenn es gut läuft, haben wir auch was von Earthbound Rangers, diesem neuen Kartenspiel. Mhm. Ah ja. Ja, schön. Ja, es sind auch wirklich echt sehr gute Spiele. Also von daher sind alle schon bei uns auf der Liste. Beziehungsweise teilweise hier dann auf Englisch, aber wir freuen uns, dass es dann das auf Deutsch geben wird, ja. Weil es dann halt auch manchmal sehr ein bisschen einfacher. Ne? Und es gibt ja auch bei dem Chronicles of Ruin Nagoa zum Beispiel ist ja so, da gibt es ja auch so ein Deutsch-Spec dann quasi, ne? Kann man das ja updaten, genau. Was man schon hat. Das finde ich persönlich dann ganz gut. Ne? Ja. Ja, schön. Ja. Habt ihr auf jeden Fall einiges dabei. Ja. Ja, wie viele Spieltische werdet ihr so haben? Weißt du das schon? Ja, wir werden tatsächlich nur einen einzigen Tisch für Sibirische Konfluenz haben. Wir halten uns Stand einigermaßen klein, weil wir ihn eben auch sicher halten wollen, irgendwie, dass die Leute Abstand halten können zueinander und so etwas sagen, was irgendwie wichtig ist. Aber wird da auch mal ein anderes Spiel dann drauf spielbar sein oder beschränkt ihr das dann quasi auf das eine Spiel? Wir beschränken es auf Sibirische Konfluenz. Wir sind noch am Überlegen, ob wir vielleicht Flippermania als einfach ein paar ausgedruckte Versionen davon haben werden, die wir den Leuten dann geben können, dass sie es irgendwie einmal ausprobieren können. Ja, das aber das sind wir noch am Überlegen. Ja, ein bisschen Zeit ist ja auch noch. Zu wenig. Ja, das stimmt. Ja, so langsam echt drängt auch die Zeit. Manchmal wird man auch so hibbelig. So. Ja. Weil es ist halt für dich bestimmt dann auch sehr interessant. Ich weiß gar nicht, warst du früher privat dann auf der Messe? Oder? Ja, ich war schon da natürlich. Aber jetzt das erste Mal dann. Ja, es wird schon auch sehr aufregend. Ich freue mich aber sehr drauf. Am besten viele Halsbonbons mit, ne? Guter Tipp, ja. Ja. Und genug Wasser immer da. So. Ja, das auf jeden Fall. Ja, wir sind alle gespannt, wie das so werden wird, aber wie sagt man so schön, es wird wahrscheinlich legendär. Ja, schön. Und welches Spiel magst du denn jetzt besonders? Ich glaube, was mir am besten gefällt, ist tatsächlich der Unterhändler. Mhm. Dieses Solospiel, was ich wirklich sehr, sehr, sehr viel gespielt habe. Du bist ja auch schon eine Erweiterung zu, glaube ich, ne? Es gibt sehr viele Erweiterungen. Mhm. Ja, also genau. Es gibt zwei Grundboxen und ich glaube fast 10 Erweiterungen bisher. Das sind so kleine Erweiterungen. Ja. Und ganz besonders ist, nächstes Jahr kommen nochmal 2 von diesen kleinen Erweiterungen raus. Ja. Aber dann vor allem auch die Karrierebox, mit der man die Grundspiele und die ganzen Erweiterungen zu einer großen Kampagne zusammenführen kann. Cool. Was, glaube ich, extrem spannend und cool wird. Mhm, ja, das stelle ich mir auch gut vor. Ich finde es so schon faszinierend, was für gute Geschichten dieses Spiel mit recht wenig Materialien erzählt. Mhm. Und wenn man die aneinander hängt, glaube ich, kann das sehr, sehr gut werden. Für diejenigen, die das Spiel jetzt nicht kennen, kannst du einmal ganz kurz anreißen, was das für ein Spiel ist? Das ist auch eins unserer Solospiele. Man spielt einen Unterhändler, also jemanden, der in Verhandlungen mit einem Geiselnehmer tritt und versucht, die Geiseln zu retten und den Geiselnehmer zu überführen. Dafür benutzt man Karten, die jeweils so kurze Dialogschnipsel darstellen, also was man versucht, wie man versucht, auf den Geiselnehmer oder die Geiselnehmerin einzureden. Und ja, hat dann verschiedene so, also man versucht einerseits den Geiselnehmer so einigermaßen bei Stimmung zu halten und ihn dazu zu bringen, die Geiseln freizulassen, aber muss eben auch immer damit rechnen, dass der mal irrational handelt und er eine Geißel tötet im Endeffekt. Mhm. Und es hat einfach eine sehr, sehr interessante Spannungskurve und vor allem ist es, gerade wenn man irgendwie viele Deckbilder oder ähnliche Spiele gespielt hat, sehr schwer oder
muss man sich erstmal darauf einstellen, dass es anders funktioniert als die Spiele, dass man andere Taktiken und Strategien verwenden muss, als man es eigentlich gewohnt ist. Und das fand ich super spannend, mich da reinzuarbeiten und herauszufinden, wie man den Zufallsfaktor, den es auf jeden Fall gibt, weil man viele Würfel wirft, um den einigermaßen in den Griff zu bekommen und trotzdem Kontrolle zu behalten. Ja, fand ich einfach extrem faszinierend, wie das in dem Spiel geht. Ja, das kommt ja auch wirklich gut an überall. Ne? Also ich war eigentlich nur Gutes von dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ja, gerade bei Solo-Spielen ist ja beliebt. Ja. Also das kam dann wieder zur richtigen Zeit raus. Ne? Mein Solo ist ja eh voll im Trend und von daher macht ihr ja alles richtig dann. Ne? Ja. Von daher. Wir haben ja den Luxus, dass Michael und ich, wir spielen ja beide unheimlich gerne, ne? Aber ich kenne eben auch genauso viele Paare, wo dann immer ein Partner eben nicht so gerne spielt. Ne? Und dafür ist das ja dann auch ideal. Ne? Und man kann ja auch Solospiele auch zusammenspielen. Ne? Von daher. Das stimmt. Ja. Habe ich tatsächlich auch schon gemacht mit dem Unterhändler. Ja, ja, siehst du. Ja. Ist ja dann auch sicherlich spannend, um zu gucken, klappt das jetzt, was man sich da so vornimmt und so. Ne? Also, ja, genau. Und hilft dann auch irgendwie mal, neue Ansätze zu finden. Ja, genau. Die gleichen Sachen zu machen, die man immer ausprobiert. Ja, schön. Man hat da auf jeden Fall einiges Schönes so im Petto noch, was da auch noch so kommt. Ja. Das ist schon mal gut. Jetzt hast du ja gesagt, welches Spiel du gerne magst von deinem Verlag. Was kommt denn sonst spielerisch so oft bei dir auf den Tisch? Oder was magst du da gerne? Ja, sehr viel. So, man sieht ja auch ein klein wenig Spieler im Hintergrund. Man sieht da zum Beispiel, glaube ich, Mysterium so ein klein wenig. Das ist auf jeden Fall eins meiner Favoritenspieler. Wenn ich so drei Spiele sagen muss, dann sage ich immer Android Netrunner, dieses Zwei-Personen-Kartenspiel. Das mit Abstand mein meistgespieltes Spiel. Und schön. Immer wieder super spannend. Und die Zeit, die ich in den Deckbau da investiert habe, will ich mal gar nicht mitzählen. Dann das zweite ist Terraforming Mars, was so mein Einstieg in Solo-Spielen war. Ah, okay. Und als drittes, das dritte wechselt immer so ein klein wenig. Ja. Heute sage ich mal Der Ringkrieg, dieses riesige Kräfte aus Mittelerde. Da braucht man aber auch viel Platz. Ne? Viel Platz und viel Zeit, genau. Ja, genau. Da gibt es ja jetzt auch eine Erweiterung, die ist ja auch rausgekommen. Ja, wir haben mehrere schon inzwischen. Ja, ja, genau. Ja, ja, schön. Dann war es das tatsächlich jetzt schon von meiner Seite. Ja, okay. Dann erstmal vielen Dank, ne, dass wir so einen kleinen Eindruck bekommen haben, was jetzt alles noch bei euch so kommen wird. Ne, und wie gesagt, die ganzen Links und so packe ich alles nochmal unten rein. Auch wenn ihr Fragen habt und so weiter, dann auch gerne in die Kommentare reinschreiben, dann leiten wir das weiter. Ne, und ich denke mal, wir sehen uns auf jeden Fall auf der Messe. Dann bleibt mir nur zu sagen, alle für Brettspiele. Und ein Brettspiel für alle. Dankeschön. Ne? Bis dann. Tschüss. Ciao.